Die waren nur zu faul. Ja, naja. Ja, wahrscheinlich. Also das hätte halt einen Satz vom Synchronsprecher mehr gebraucht. Ja. Wahrscheinlich einfach, weil es ja auf Englisch vertont. Und der Englisch hat ja einfach mal Friend. Die sagen das ja auch zu Frauen. Wahrscheinlich deswegen. Naja, egal. Entschuldigung. Gymnos, war der Name richtig? Seid ihr gerade beschäftigt? Ich hätte Fragen an euch. Seht mich an, wenn ich mit euch rede. Ja, ich bin beschäftigt. Nicht jetzt, bitte. Okay, also, das ist eine sehr schöne Galeere, die ihr hier habt. Es wird mir fast leid tun, bei unserer Ankunft von Lesbos von Bord zu gehen. Ist unser Ziel schon in Sicht? Okay, und letztes Mal habe ich, also in der Demo hatte ich, der Wind war ja recht schwach heute, nicht? Nicht. Mir ist aufgefallen, dass die Ruderer schon heute früh im Einsatz gebracht wurde. Ist das der Grund für unsere Verspätung? Genau, aber schmeicheln wir mal ein bisschen. Oh, danke. Ich arbeite hart, um Sie gut in Schuss zu halten. Wir sollten kurz nach Mittag unser Ziel erreichen, also genießt bitte den Rest der Reise. Wartet. Wartet. Was gibt es? Seht ihr eigentlich Lesbos? Das Schiff dort. Die halten direkt auf uns zu. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters. Sehen wir mal, ob ihr wirklich eine derart wehrhafte Frau seid, wie Lucullus behauptet hat. Nein! Es geht euch gut. Es geht mir gut, Centurio. Formation bilden. Treiben wir diese Piraten vom Schiff. Okay, also erstens, wer so gerammt wird, der sinkt. Aber egal. Erstens habt ihr gelacht, also mindestens 5 von 10. Und zweitens, war kein Witz, ist die Wahrheit. Okay. Vorbereitungsphase. Bevor die Schlacht beginnt, habt ihr meistens Zeit. Also eigentlich bisher immer, eure Prätorianer zu organisieren. Ich finde es übrigens interessant, dass die Prätorianer heißen, weil die Prätorianer waren eigentlich nur. Oh. Ja, okay, passt. Wollte gerade sagen, weil die Prätorianer sind eigentlich nur für die Kaiser. Familie da und wir sind die Kaisertochter. Okay, alles klar. Dinge, die nur Tobi steckt. Entschuldigung. Aber ich hab's ja erklärt. Okay. Warte, zu organisieren und sie im blau hinterlegten Bereich Information zu bringen. Klickt hierzu auf, ja, das weiß ich ja jetzt alles schon. Vorbereitungsphase. Es ist generell eine gute Idee, eure schweren Infanterie nach vorne und eure Bogenschützen und Hilfseinheiten dahinter zu postieren. Wenn ihr bereit seid, klickt auf den Zug beenden. Joa. So ist der Kopf. Das mit den Prätorianern wusste ich auch. Sarah, bilde uns unwürdige, oh du weißer alter Mann. Es geht nur um antike Geschichte. Alles andere ist, ja, da bin ich nicht so. Weiter. So. Okay, also das da ist unser Tank. Genau, unser Sklave ist bei uns. Und der Bogenschütze ist hier. Okay, let's go. Angreifen, um einen Gegner anzugreifen. Er wählt ihr zuerst, welche Fähigkeiten ihr einsetzen wollt. Und ja, das weiß ich ja alles schon. Okay.
Was? Im Kampf könnt ihr Charaktere in ihrer Aktion in beliebiger Reihenfolge durchführen, Charakter befehligen. Ihr könnt außerdem in einer Runde frei zwischen euren Charakteren wechseln. Ja, das ist wunderbar. Ist noch nicht lange her, dass ich Rise gespielt habe. Oh Gott. Gut, dann fange ich mal mit dem an. Erstmal hier. Was lustig ist, wenn man weggeht, während man auf dem Feld ist, das neben einem ist, neben einem Feind ist, so. Angrenzend, dankeschön. Angrenzenden Feld ist und weggeht, dann hat der Gegner dann nochmal einen Freischlag quasi. So, hier mit dem haben wir den Hieb, 3 bis 5 Hiebschaden, betrifft mehrere Gegner, also da könnte ich hier einen und hier einen treffen. Wuchtschaden 2 bis 5, Schildstoß. Was ist mit meinem Hals? Erfordert mindestens Schildstärke 1. Da mache ich mal Boom. 5 Schaden, das ist gut. Dann könnte ich mit dem jetzt den eigentlich töten. Also der hat Gezita-Schuss 4 bis 7. Abwehr durch abgewehrt durch Schilde. Also wenn der Gegner ein Schild hat, treffe ich nicht. Hier ist verkrüppelter Schuss, dann bekommen die minus 50 Bewegung. Genau. Und dann hier unterbrechen. Was? 6 bis 11 Schaden. Wirkt unterbrechen auf selbst. Warte, was? Macht einen Fall weit und. Ah, okay. Das ist quasi dann. Stellt man den auf und macht so einen Kegel und jeder Feind, der sich dann bewegt, wird abgeschossen. Okay, aber ich will die Initiative. Okay, Feind ohne Ausbildung. Immer wenn ihr einen Charakter ohne Ausbildung, also das da, wie einen Zivilisten oder Milizionär tötet oder ausschaltet, in diesem Fall einen Gymnasten, erhaltet der Charakter, der den letzten Hieb geführt hat, eine Aktion. Ah, cool! Das habe ich schon wieder vergessen. Feinde ohne Ausbildung, denkt daran, dass jede beliebige Fähigkeit nur einmal pro Zug eingesetzt werden kann. Genau. So, aber der darf jetzt nochmal und der schießt jetzt darauf. Oh, schön. Jeder auf einen Charakter wirkende Statuseffekt wird in einer Kurzinfo angezeigt. Die Zahl zeigen die verbleibende Dauer. Ja, genau. Positiv, negativ und neutral. Okay, genau. Also da wird jetzt. Genau. So, mitten ins Gesicht. Ja, das war nicht schlecht. Okay, zwei Hexfelder, ein Hexfelder. Dann gehe ich mal mit meiner vor. 2 bis 5 und 3 bis 5. Warte, was? Hieb und Schlag. Okay, der war gar nicht schlecht. Reichweite. So, du gehst ein bisschen vor. Du könntest sogar noch weiter vor, aber das will ich nicht. Du gehst jetzt eins vor. Du gehst dahin. Das war's. Ihr besitzt noch noch unausgegebene Aktionspunkte. Zum Beispiel der könnte jetzt wieder komplett woanders hin, aber ich will meine eigentlich sichern.
dass die halt eher auf den und den gehen. Genau, und nicht auf die beiden. Deswegen, los geht's. Ja, schön auf meinen Tank. Alter. Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben. Unterschätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Oh Mann, Phil. Ja, Pommes wären geil. Bestia? Really? Ja, schon. Ja. Beißt ihn ins Knie. Früher war er ein Abenteurer, aber dann hat er einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, all story. Gut, also. Okay, der tut mir jetzt ein bisschen leid. Warte, 1, 2. Generiert 2 Fokus. Gezielter Stich. Du greifst mal beide an. Sehr schön. Du greifst den an. Alter, der geht ja ab. Okay, jetzt muss ich zuerst den killen, damit der weg kann. Jetzt mache ich Hiebschlag. So. Nice. Du gehst jetzt hier hin. Oh, komm. 2 Damage noch. Okay, dann darf der Caesar. Kannst hier nicht sehen. Ach komm. Dann darf der nochmal. Alter, der macht halt alle platt. Okay. Phil ist krank. Oh, Scheiße. Okay. Also, der kann jetzt noch mal. Der kann jetzt hier hin. Ah, ihr seid ja tödlich mit dem Ding. Ich habe vor diesem Leben schon andere geführt. Okay. Okay, das passt. Hier ist die Aufstellung. Der kann nicht weg, weil... Ja, der kann nicht weg. Ach, der macht auch mit. Gut. Römische Handwerkskunst. Was? Römische Handwerkskunst? So, okay, der hat ein bisschen was bekommen. Der blutet. Warte, minus 2 Leben per Stack. Also ist er nächste Runde tot. Also können wir den in Ruhe lassen. Das Problem ist, hier kommen wir nicht weg. Ups. Ich hatte 4 Burritos, einen Taco, Salat und Nobi-Brot. Ja, da wäre ich auch satt. Ja. Deshalb konnte ich hier Weiher schreiben. Braucht man nur eine Hand zum Essen. Ja, haben wir gesehen. So.
Aber ja, haben wir wirklich gesehen. Gut, das heißt, du gehst hierhin, tötest den. Kannst da nicht mehr weg, weil der da ist, aber... Ach komm, den töte ich trotzdem. Dann können wir mit dem noch vorpreschen. Nur noch einer! Kommt schon! Wir schaffen das! Wir schaffen das! So. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Schnelle Klinge. Ach krass. Er hat echt überlebt. Kann der nochmal? Ja, okay. Gut, dann haben wir's. Yay! Alter, alle unverletzt. Ich geb's dazu, letztes Mal, also bei der Demo, habe ich den da, glaube ich, also der lag schon am Boden und hat ein bisschen geblutet. Alle anderen waren okay. Zurück mit euch in Neptuns Arschloch, Barbaren. Language? Der Triarchus hat uns direkt in einen Piratenhinterhalt geführt, Prime. Erlaubt mir, ihn hier und jetzt direkt hinzurichten. Dieser Verräter muss mit ihnen zusammenarbeiten. So, letztes Mal, warte, also ich lese erstmal vor, was wir sagen können. Das glaube ich auch. Es wäre sonst ein zu großer Zufall. Wir sind auf dem Weg, um einen Krieg gegen Piraten anzuschließen. Um uns gegen Piraten anzuschließen. Es ist keine große Überraschung, dass dieser Weg von Piraten angegriffen wurde. Das habe ich tatsächlich genommen, weil eben dieses, wir sind gegen Piraten. Es war aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, dass der die ganze Zeit so Ausschau gehalten hat und das Schiff nicht gesehen hat. Mir fällt übrigens gerade was ein, dass da diese Greifdinger, ich finde es mega geil. Ich finde es mega geil, dass die das eingebaut haben, weil so war es halt. Also zu dieser Zeit tatsächlich noch, ja, oder? Also diese Schwung, Schwungbrücke mit den Greifhaken, das haben die Römer erfunden gegen die Puner, beziehungsweise auf Deutsch die Karthager. Und deswegen haben die die Karthager dann auch besiegt. Weil die waren eine bessere Schiffsleute, bessere Rammleute, aber ja, mit der Brücke konnten die Römer dann quasi an Land kämpfen und da waren die Römer besser. Finde ich übrigens cool, aber genau. Wir machen mal das, was ich letztes Mal auch gemacht habe. Ich weiß nämlich nicht, wie sich das dann auf das Spiel ausschlägt, wenn wir den jetzt verschonen. Seid nicht so naiv. Das war kein zufälliger Angriff. Die waren auf unser Blut aus. Es ist ungewöhnlich für Piraten, ein Schiff anzugreifen. Ganz zu schweigen von einer schwer bewaffneten römischen Galeere. Sie greifen lieber schwach verteidigte Küstenstädte an. Das ist weniger gefährlich und profitabler. Gut. Reden wir mit dem Mann. Ist irgendwie lustig, da das Paar. Oh, wir haben jetzt. Genau. Das Paar von denen, ja, Englisch übersetzt sind und ein paar nicht, aber okay. Geminus, ihr habt uns in eine Falle gelenkt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Schweigt! Ihr redet Unsinn! Bei Mars, wir sind auf See. Wie soll da jemand aus dem Nichts auftauchen?
Wir können den Mann nicht einfach ohne Beweise hinrichten. Außerdem werden wir unseren Triarchus noch brauchen, um sicher die Küste zu erreichen. Hm. Was sagt ihr? Was sollen wir tun? Okay. Warum fragt ihr mich? Ihr seid der Primus. Also Primus ist der Anführer. Solche Entscheidungen liegen in eurer Hand. Und außerdem sieht er gut aus. Warum wollt ihr ihn tot sehen, Gladiator? Genau, mit den Fragen, Fragezeichen, da fragen wir nur und das sind dann die Entscheidungen. Ihr müsst hingerichtet werden. Was getan ist, ist getan. Der Triarchus jetzt hinzurichten bringt uns nichts. Okay, ich frag mal rum. Ich bin nur ein einfacher Centurio. Wenn auch ein gut gekleideter. Bei euch hat Vitulus Größeres geplant. Vielen Dank. Euer Vater ist tot. Die Zeit, in der ihr schwierige Entscheidungen anderen überlassen konntet, ist vorbei. Alter. Also, vielen Dank, Nekropol, für den Follow und herzlich willkommen. Okay, euer Vater ist tot. Das ist sehr unsympathisch, dass er das jetzt sagt. Aber warum wollt ihr ihn tot sehen? Wir sind unserem Ziel nahe und können es auch ohne ihn erreichen. Wenn es auch nur eine geringe Chance gibt, dass er mit dem Feind zusammenarbeitet, dürfen wir ihn nicht überleben lassen. Gnade, Zweifel, Zögern, das sind alles Schwächen, die der Gegner ausnutzen kann, um einen zu töten. Der Wert, den dieser Mann für uns hat, ist weit geringer als die Gefahr, die er darstellt. Ja, finde ich nicht. Aber was mir gerade auffällt, die Synchronstimme von dem Gladiator, die kenne ich irgendwoher. Also ich glaube, sie... Willst du noch was sagen? Naja, Gaius, wenn Piraten eigentlich keine Schiffe angreifen, wie ihr sagtet, warum könnten diese hier eine Ausnahme machen? Entschuldigung. Wir sind wichtige Leute und auf dem Weg, uns dem Einsatz gegen Lesbos anzuschließen. Mhm. Ist es so unglaubwürdig, dass die Rebellen von uns gehört haben könnten? Überhaupt das nicht. Das Königreich von Pontus ist dafür bekannt, Piraten zu unterstützen, die Rom Nadelstich für Nadelstich schwächen. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, den Triarchus der Zusammenarbeit mit ihnen zu verdächtigen. Ja, also ich habe ihn tatsächlich bei der Demo auch verschont. Und ja, ich würde den auch jetzt nochmal verschonen, weil erstens, wir haben keinen Beweis, dass es nicht so ist, weil er hat auch mitgekämpft. Klar, er hat einen Piekser gemacht, aber... Er hat mitgekämpft und zweitens, die Piraten können auf jeden Fall die Nachschubschiffe und Kriegsgaleeren und so weiter angegriffen haben. Genau, deswegen. Gut, dann verschonen wir sein Leben. Aber denkt daran, Gnade ist ein Luxus, den ihr euch nicht immer werdet leisten können. Wieso? Ich bin reich. Okay, ich muss euch widersprechen. Der Preis der Gnade werde ich immer bereit sein zu zahlen. Vielleicht, aber in diesem Fall können wir uns nicht leisten, unseren Triarchus zu verlieren. Wir müssen Lesbos noch erreichen. Ja, also wenn ich ehrlich bin, mache ich immer das da. Aber ich mach mal das, weil ich gespannt bin, was er sagt. Ich werde euch beim Wort nehmen, junge Frau. Oh, hey, hintergeh mich hier nicht. Wenn ihr jemals wieder die Hilfe eines guten Navigators benötigt, stehe ich euch zu Diensten. Ruderer, verschärft das Tempo und haltet die Augen offen. Quest erfolgreich, Piraten des Mittelmeers. Hier an der Seite hat man gerade was gesehen. Und zwar meine Cap. Nee, dass meine... Genau, da habe ich letztes Mal aufgehört. Dass meine Crew oder meine Prätorianer immer zu meinen Entscheidungen Stellung nehmen, sage ich mal.
Und das finde ich ziemlich cool. Also, dass die dann halt, wenn es cool ist, dann schweißt es uns mehr zusammen, aber der Gladiator war jetzt eher weniger dafür. Okay, wir können uns eine Klasse auswählen. Genau, entweder prinzipiell schwere Rüstung und feste Turmschilde verleihen der römischen Linie. Ganz Zugucker. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen. Genau. viel Spaß beim Zugucken. Genau, und feste Turmschilde verleihen der römischen Linieninfanterie ungeschlagte Überlebensfähigkeit. Genau, ist jetzt. Das sieht ja entspannt hier aus. Schönes Spiel. Auch noch guten Abend. Dankeschön. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen und viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe, wie gesagt, nur von diesem Spiel die Demo gespielt, aber auch nur bis hier, damit ich mich selbst nicht spoilere. Und ich bin mal gespannt, wie das hier ankommt, das Spiel, weil es ist halt so ein Spiel, was wir nicht oft spielen. Also das ist ja rundenbasierende Strategie. Und normalerweise spielen wir halt so, ja, Odyssey oder Star Wars und also so, ja, Open World und sowas. Deswegen bin mal gespannt. So, aber ich bin ja voll der Fan von Antike. Deswegen schmeiße ich auch hier immer so ein bisschen mit unnötigem Wissen um mich rum, was stimmen kann oder auch nicht. Okay. Die Principies ist die geradlinigste spielbare Klasse. Unterklasse Verteidiger konzentriert sich auf Überlebensfähigkeit und das Beschützen von verbündeten Brecher, stürmt in den Kampf und sind hervorragend darin geübt, ihre Schilde als Waffen einzusetzen. Das ist das, was unser Partner hat. Veteranen sind Experten darin, Feinde festzunageln und dem Versuch des Feindes, mit ihnen dasselbe zu tun, zu widerstehen. Genau, dann wähle es. Das ist so eine leichte Klasse. Die Geschwindigkeit und eine Unvorhersehbarkeit der leichten Infanterie erlaubt es ihr, Chaos in den feindlichen Reihen zu verbreiten. Unterklasse Attentäter besitzen hohe Beweglichkeit und hohe Schaden gegen einzelne Ziele. Duellant sind Kämpfer, die feindlichen Angriffe elegant ausweichen. Ich glaube, das ist der Gladiator. Und Schläger sind vielseitige Kämpfer, die besonders gut darin sind, durch feindliche Linien zu brechen. Also auch so wie Principies, der Brecher. Dann, ich glaube, alle wissen, welche Klasse ich nehme. Sagittarius. Die Fähigkeit, auf große Distanzen zu treffen, macht einen Bogenschützen zu einem sehr flexiblen Kämpfer, der nur von Schilden beeinträchtigt wird, die seine Pfeile abwehren. Unterklasse Scharfschütze sind defensive Bogenschützen, die dem Gegner Zonen verweigern. Also das ist das, was wir gerade vom Gaius gesehen haben. Jäger sind Schützen, die auf kurze Distanz mehrere Ziele angreifen können. Und Heckenschütze zieht es vor, einzelne Ziele auf große Distanz zu erledigen. Okay. Und Triarius, das ist das, was unser griechischer Sklave gemacht hat. Triarius, die dritte Linie einer römischen Legion, kann die Effektivität von Feinden senken und die Leistungen ihrer Verbündeten verbessern. Das ist tatsächlich nicht ganz historisch korrekt, weil Triarius war, also die dritte Linie, das stimmt, waren auch mit Speeren bewaffnet und das waren eigentlich die Elite-Kämpfer der Legion.
Die wurde dann immer eingesetzt, wenn die vorderen zwei Linien eigentlich verloren oder also im Struggle waren. Die wurde nur ganz selten eingesetzt. Und es hieß dann immer so, ja, wenn es halt zum Rückblick kam, so von wegen so, ja, wie war die Schlacht, so, ja, die Triarii mussten rein und dann so, oh scheiße, okay. Weil die waren halt wirklich die Elite und die haben natürlich auch die Verbündeten gepusht. Aber die waren tatsächlich auch dazu da, um die fliehenden eigenen Soldaten zu töten. Also, das hatte folgenden Grund, damit der General nicht von den eigenen Soldaten getötet wird. Aber naja, Unterklasse. Wie gesagt, unnötiges historisches Wissen schmeiße ich immer mal wieder rein. Feldheiler heilen ihre Verbündeten und entfernen negative Effekte. Signiferi kontrollieren das Schlachtfeld, indem sie Verbündete stärken und Feinde bewegen. Warte, was? Indem sie Verbündete stärken, ja, und Feinde bewegen. Mobilisieren auf Verbündete. Also quasi die Verbündete können dann weitergehen. Naja, egal. Aber Feinde, vielleicht kann man die Feinde dann ängstigen, sodass sie dann weggehen. Könnte sein. Zerstörer setzt auf vernichtende Angriffe und die feindliche Rüstung zerstören. Das ist natürlich auch cool. Todesstoß, Rüstung zerfetzen. Okay. Aber wir spielen ja eine weibliche und dementsprechend würde ich tatsächlich Bogenschießen machen, weil, also ich bin ja immer so ein bisschen dagegen, dass bei so Fantasy-Spielen und so weiter, dass meistens die Schwertkämpfer sind Männer, die fette Muckis haben und die Frauen sind dann so die Bogenschießen. In dem Fall würde ich das tatsächlich machen, weil die Bögen von den Römern waren nicht so stark. Und oh, ihr seid so wild. Und dementsprechend ist es realistisch für weibliche Charaktere, auch Bogen zu schießen. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Also je weiter man geht, also je stärker die Bögen werden, desto mehr Muckis braucht man. Und zum Beispiel die britischen Bogenschützen, die hatten, der Langbögen waren mit 120 Pfund oder so. Und das ist halt, also heutzutage schafft es niemand, also kaum jemand, sowas zu ziehen und dementsprechend und Nahkampf mit Schwertern, da braucht man eigentlich weniger Muskeln, sondern man muss eher flink sein, athletisch und sowas. Genau, aber wie gesagt, gehen wir mal auf Fernkampf, weil wir haben ja sehr viele Nahkämpfer. Also wir haben, okay, der Gaius ist auch Fernkämpfer. Dann haben wir zwei Fernkämpfer und drei Nahkämpfer. Ist eigentlich auch cool. Ich muss mal schauen, was der Gaius dann ist. Nicht, dass wir zweimal das gleiche haben. Aber ja, ich glaube, er ist Scharfschütze, dann würde ich Jäger nehmen. Oder Heckenschütze. Naja, okay. Wir nehmen das da. Achso. Fähigkeit. Okay. Okay. So, also unterbrechen. 6 bis 11 Schaden ist schon gar nicht schlecht. Macht eine Pfeilbreite und
Ich habe das ja vorhin auf dem Schiff schon gelesen. Und auch so gelesen, das macht einen Pfeil breit. Und da steht bereit. Aber ich lese da immer breit. Bin ich breit oder was? Also, das ist das, wo man dann stillsteht und genau auf dem Feind wartet, dass der irgendwo hingeht. Schnellschuss schießt auf zwei individuelle ausgewählte Ziele bei minus 30 Zielgenauigkeit und einem 30%igen Chance auf Verfehlen. Das ist ein bisschen heftig. Fernschuss, Reichweite 12, wirkt entdeckt. Auf Hexfehler. Fernangriffe gegen dieses Ziel richten vollen Schaden an, egal auf welche Distanz. Das ist geil. Das ist nice. Fernschuss. Dann werde ich Heckenschütze. Wäre natürlich cool mit, also einen Heckenschützen und einen Jäger zu haben. Weil diese Kombi ist geil. Also Fernangriffe gegen das Ziel richten vollen Schaden auf an, egal. Achso, nee, vollen Schaden, egal auf welche Distanz, und sie treffen aber nicht hundertprozentig. Okay. Oder ich mache Schnellschuss. Da kann ich zwar verfehlen, aber ich glaube, das kann man hochskillen. Ja. Ich glaube, das kann man so hochskillen, dass das dann besser wird. Weil dann haben wir ein... Oh.